Lisa de la Casa. Ein Leben wie im Märchen. Sie ist bildschön und hochbegabt, wird gefeiert an den besten Opernhäusern der Welt. Wunderschön, fantastisch gesungen, hochmusikalisch, eine gute Schauspielerin. Was wollen Sie noch? Noch dazu findet sie ihren Traumprinzen und wird Mutter. Mit ihrer Familie zieht sie auf ein Schloss am Bodensee. Der erste Eindruck waren ihre Beine. Und ich dachte, Donnerwetter. Und dann schaute ich rauf und sah das Gesicht und dachte, aha. 20 Jahre erleben Lisa, Dragan und Vesna Glück und Harmonie und den Erfolg einer internationalen Karriere. Sie hat es so perfekt ablaufen lassen, dass man nicht gefühlt hat, dass da noch etwas nebenbei herging. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Vesna muss sich einer lebensgefährlichen Operation unterziehen. Lisa de la Casa bangt um das Leben ihrer Tochter. Sie sagte mal zu Vesna: Kind, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt singen gehen. Und die Vesna, noch immer noch so leicht benommen, sagte sie: Oh Gott, the better you sing, the healthier I get. Der Film von Wunderlich Medien erzählt die bewegende Geschichte einer legendären Sängerin und ihrer großen Liebe. Die Geschichte von drei Menschen, die höchstes Glück und tiefstes Leid erlebten. Mit einmaligem privaten Filmmaterial, zum Teil unveröffentlichten Fernsehaufnahmen und dem ersten Interview seit über 30 Jahren gewährt der Film erstmals Einblick in die abgeschirmte Welt der Lisa de la Casa. Wir sind doch immer zusammen. Ja, das weiß ich. Weißt du, warum? Ja. Nein, das weißt du. Das sagst du jetzt nicht. Nein. Nein. Warum nicht, bitte? Weil wir uns wahnsinnig lieb haben. Ja, jetzt wisst ihr's. Wir zwei. Ja. Immer.